Ja, cool. Ich muss noch kurz was fertig machen. Welche Reise hat dich besonders geprägt? Nachdem ich Abi gemacht habe, sind wir von meiner ehemaligen Schule nach Namibia gefahren. Da hat ein guter Freund von mir damals seinen Zivildienst gemacht. Und wir hatten schon so eine Gruppe gegründet in der Schule mit Schülern und Lehrern und waren immer so aktiv, haben Filme zusammen gemacht. Und wir sind dann da einfach hingefahren mit Schülern und Lehrern. Und ich als ehemalige Schülerin. Und diese Fahrt oder dieser Austausch hat mich eigentlich total stark geprägt. Also heute würde ich sagen, das war eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Und einfach, ja, es war gar nicht so sehr das, was ich dort über andere gelernt habe, sondern diese Reflexion, das, was ich über mich selbst gelernt habe. Mal wohin zu fahren, wo es komplett anders ist und das eigene Leben mal aus einer komplett fremden Perspektive zu sehen und zu sehen, dass das eigene Universum so klein ist und ja, die eigene Perspektive nicht alles ist, das war sehr entscheidend für mich im Leben. Wie wichtig ist das Reisen für dich? Ich glaube, man wird sich dadurch auch bewusst, was man eigentlich in seinem Leben machen möchte, weil es geht im Leben nicht nur darum, seine Miete zu bezahlen und irgendwie 80% seines Lebens damit zu verbringen, Sachen zu tun, die man gar nicht machen will, nur um die Miete zu bezahlen. Es gibt wenig Sachen, die ich mache, die ich nicht machen möchte, und das ist wirklich cool. Und das Reisen hat mich immer wieder daran erinnert, was ich machen möchte, und deswegen ist das super wichtig. Wofür arbeitest du täglich? Menschen miteinander in Kontakt zu bringen oder Menschen dazu zu bringen, über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und das mache ich mit meiner Arbeit, also einmal in der NGO, aber vielleicht auch mit Easy German ein bisschen. Wie veränderst du etwas? Gerade der Austausch zwischen Menschen ist halt auch unheimlich wichtig, um etwas zu verändern. Und ich glaube, eigentlich nur durch Kommunikation und Gespräche können wir dazu beitragen, dass wir etwas verändern in der Welt. Wie bringt ihr Menschen einander näher? Wir laden junge Menschen ein, in einem anderen Land ein Praktikum zu machen oder laden junge Leute ein, zu einem Seminar zusammenzugehen. Oder eben laden Menschen ein, in eine Schule zu gehen und einen Vortrag zu halten. Also alles, was junge Menschen zusammenbringt und sie die Perspektive von einem anderen Menschen einnehmen lässt. Komplizierter Satz, aber ja. Wie gehst du mit Niederlagen um? Wir haben schon viele Projekte angefangen, die nicht funktioniert haben. Und das Tolle ist aber, dass man dadurch, also man lernt ja und wird dadurch auch, wie nennt man das? Also früher war ich schneller so, eher so enttäuscht oder sauer, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also auch mit mir selber, aber auch mit anderen. Und heute versuche ich nicht mehr viel Zeit mit irgendwas zu verschwenden. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und dann, also wenn ich merke, die Tür ist zu, dann haue ich da nicht noch 5-mal dagegen, weil dann habe ich diese Energie verloren, sondern gehe direkt weiter in eine andere Richtung. Was ist dir wichtig im Leben? Janusz? Janusz ist einfach ein unglaublich witziger Typ. Also so wie er in den Videos rüberkommt, ist er auch im echten Leben. Und zwar morgens, mittags und abends macht er immer Witze. Ansonsten einfach meine Arbeit, das, was ich jeden Tag mache. Leute treffen, Spaß haben, aber vor allem einfach etwas Positives zu machen. Das ist mir schon wichtig. In diesem Jahr habe ich viel Zeit mit Kranksein verbracht und das hat mich auch manchmal ein bisschen runtergezogen. Und da habe ich auch gemerkt, was mir wirklich wichtig ist.
Und wirklich wichtig ist es mir, einfach was Positives in der Welt zu machen. Also in meinem begrenzten Radius. Ich kann ja jetzt nicht alles verändern. Ich kann auch nicht jetzt Riesenschritte machen. Aber ich mag es, dass ich mit meiner Arbeit so ein paar kleine positive Sachen hinterlassen kann. Und das freut mich total.